Ja, für viel Shotgun-Action wird man in diesem Spiel anscheinend nicht besonders gut belohnt. Das ist schade. Wölfe greifen an, my lord! Ja. Nein, was? Anrufbeantworter? Keine Ahnung. Es geht, glaube ich, wieder um unseren Hühnchenmann. Das Band wurde entfernt. Herr, wird der Richter gerade befragt? Aha. Wir haben die Telefon. Na, der hat sein Handy weggeworfen. Das war doch das Ende vom ersten Teil. Wow. In die Kanalisation. Aha, Golden Truckstop. Ach so, sie haben mich gezwungen, sie umzubringen. Ja, ich glaube, es ist ein Nachtclub, den wir im Payday überfallen. Wow, wow, in dem Nachtclub wurden Drogen verkauft. Ja, direkt Hinweis zur Mafia, alles stimmt. Wir wissen ja, dass es stimmt, oder dass der Charakter den Verstand verloren hat. Ach nee, das ist der Richter. Oh, okay. Dann wurde der Angeklagte, der Zeuge befragt. Aha, aha, ich schreibe mit, alles klar. Ich, nach vorne gehen kann ich nicht. Okay. Machen wir mal einen Telefonanruf. Ich will Pardo. Oh nein, ist das etwa... Ich glaube, das ist unser Detective, der gründlich die Verbrecher annimmt und dann sagt, ich weiß nicht, was passiert. Ist auch alles klar. Er ist Detective, er muss die Wahrheit sagen. Detective Willkür. Ich glaube, der ist auch öfter bei TTT da. Ah, ich darf sowas eigentlich nicht sagen, aber... Aber ich gehe da mal vorbei und wahrscheinlich bringen wir wieder alle um. Alles klar. Nee. Auch die falsche Tür. Welche Tür ist denn richtig? Achso, gar keine. Okay. Ja, ich verlasse jetzt einfach das Gerichtsgebäude. Okay, das war anscheinend der falsche Weg. Demonstration. Okay. Gut, dass das Taxi auf uns wartet. Das erste Gericht. Ach so, der Reporter geht jetzt los. Ich möchte mit Petrov reden. Sagen wir, ach, du schick mich. Alles klar. Der ist einfach umgebracht. Lol. Alles klar. Den will ich umbringen. Allerdings hast du auch seinen Freund getötet.
Ey, jetzt hör auf den zu. Alter. Er hat die Waffe einfach entladen. Ups. Der will das Messer nicht aufnehmen, okay. Der entlädt die Waffe einfach. Shit. Ja, komm her. Hast einen Mord begangen. Noch einen. Was? Ich war das. Aua. Shotgun. Aua. Messer. Messer. Aua. Ist doll. Aua. Aua. Was hat noch mehr Aua gemacht? Ja, ich bin unschuldig. Ich verstehe nicht ganz, was seine Beweggründe jetzt sind. Ich war im Weg. Okay. Oh. Ja, das war dumm. Hallo. Ja, das war... Ach, der Shotgun-Typ nervt. So, den mache ich jetzt. Ankündigung. Ja, ich bin immer noch da. Na komm. Bist du blind? Gebaitet. Hier. Oh. Der ist einfach zu langsam. Das ist ein Problem. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Vor den Arm gebrochen. Lol. Ich weiß nicht. Der kommt. Da. Der hat mich angeschossen. Aua, aua. Schon wieder. Hör auf, dich die ganze Zeit selber auszuschalten mit einer Tür. Endlich. So. Ja, wir sind gut im Rennen. Ja, wir können leider keine Schusswaffe nehmen. Das ärgert mich ein bisschen. Gespielt und verloren. So sieht's aus. So. Alle einfach fertig gemacht. 1000 Punkte. Zack, zack. Fertig gemacht. Haben wir so. Oh. Haben wir auch fertig gemacht. Ich wollte eigentlich den Typen mit der Waffe. Haben wir jetzt nicht gekriegt. Die habe ich ganz vergessen. Ich dachte, die wären schon dort. So, den machen wir. So. Dann hauen wir den Typ mit der AK. Den hauen wir auch. Mit dem Messer hauen wir auch. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung einfach. Ja, komm, geh weg. Ins Gesicht. So. K.O. Überraschter Gesichtsausdruck heißt K.O. Technisches K.O. So, wie machen wir die zwei jetzt? Ich weiß nicht. Zwei mit Schusswaffen, ist aber auch schwer. Shit! Hui! Hallo? Hallo?
Das ist der Typ mit dem Knüppel. Was ist nicht da? Hallo? Ja, hallo? Ja, stopp doch immer, wenn ich hier die Leute richtig killen möchte. Dann wartet er erstmal einen Augenblick. Aua. So als wenn er moralische Bedenken hätte. Aber wir wissen, er ist ein eiskalter Killer. Ja, kannst du mich ja nicht verarschen. Ich dachte, das wäre der Typ mit dem Knöpfchen. Du bist das Messer, oder? Ja, ich wusste das. Das ist aber nicht. So. Aber ja, ich habe einen Plan. Perfekt. So. Na, oh, der Plan war gut. Aber ich sehe jetzt gerade, wo der Fehler liegt bei dem Plan. Ganz genau. Da oben ist noch einer. So. What the fuck ist passiert? Er ist mit dem Messer einfach über mich drüber geflogen. Okay, da ist Kopfschmerzen. Das ist natürlich doof für ihn. Das ist K.O. Nix. Nix. Nubig. Ausgeschaltet. Ah. Ja, wofür braucht man auch Schusswaffen, ne? Oh. Wow. Die haben echt ein Problem mit Türen. Das ist nicht mehr normal. Aua. Ich habe ein Problem mit Messern. Hallo, ich will doch nur einen Krankenwagen rufen. Für euren Kumpel. Dass das nicht geht. Oh. Krankenwagen, 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 Krankenwagen. Oh. Okay, zwei Krankenwagen. Zwei Krankenwagen, zwei Krankenwagen. Zwei, okay. Okay, drei Krankenwagen. Sagen wir vier. Vier Krankenwagen, ja. Oh. Fünf Krankenwagen. Okay. Hammer. Ach man, ey, okay. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren, weil dann wird es peinlich. So. Zack. Oh. Ausgeschaltet. Mit einem gezielten Knüppelschlag. Auf mit der Tür zu spielen. Oh. Gut, dass ich mich konzentriere. Ja. Aber. Okay. Ja. Wie kann man mich aus den Augen verloren haben? Ich stehe im nächsten Raum. Besser kann ich da überhaupt nicht aufnehmen. Der Typ hat leider moralische Bedenken. Das schränkt unsere Waffenauswahl ein. Tierisch. Okay, wir brauchen hier noch Knüppel. Für später. Können wir zwei Knüppel. Hallo. Cool, wir hatten noch einen. Nee, den brauchen wir hier. Brauchen wir hier, wirklich. Den habe ich voll vorbeigeworfen. Das ist ein Perner. Alles klar. Der ist tot, ne? Also ausgeschaltet. Wir töten ihn nicht. Weil wir Reporter sind. Ich weiß gar nicht, was wir sind. Oh. Das hat Monsieur dort. Wow. Der ganze Plan, den ich mir ausgedacht habe, ist jetzt für einen Arsch, weil der jetzt sich einfach hat triggern lassen. Okay, gut, wir sind fertig.